Hallo YouTube. TCG, Folge 206. Datingphase, so der Titel. Ich würde mal sagen, wir gehen direkt rein und sehen ein seltsames Vorschaubild. Schauen wir doch mal, was es uns sagt. Willkommen bei Ditchless Germany! Mein Name ist Hähnchen und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der Folge! Hähnchen! Moment. Dieses Spiel. Boah! Da hat man, glaube ich, auch dieses eine Gronk, du Analgefickerhund. Was? Guck mal hier. Der, wie heißt der? Pasali 55. Gronk, du Analgefickerhund. Weißt du was? Den bann ich jetzt. Weißt du, so, jetzt reicht's mir aber 8 Jahre später. Jetzt ist aber langsam genug Zeit vergangen. Okay. Easy. Ich kann. Hier ging's irgendwie. Mein Auto ist weg! Mein. Ja. Sind wir in Polen? Süß! Hallo! Ich hab hier was. Komm mal hier. Komm! Du willst mich doch auch kennenlernen. Nein? Oh, okay. Danke. Nicht mal die laut. Laut? Echt? Ich bin die Ruhe selbst. Ich bin die Ruhe selbst. Ich war noch nie gelassen in meinem ganzen fucking Life. Mhm. Oh, rote kurze Haare. Nicht alles, was. Aua. Oh mein Gott, was ist Yes, I'm very strong! Wollte gerade fragen, war das Ding gerade, bevor sie dagegen gelaufen ist? Ich frage nur. Toro? Hier so ist die Polizeiwache, glaube ich. Die kleine am Bahnhof. Hier. Hier ist auch schlimm. Hier sitzen auch ganz viele Alkoholiker und Junkies. Also ab und zu mal nicht so viel, aber hier so ist Junkie-Bereich, hier ist Junkie-Bereich. Hier ist viel Junkie-Bereich. Hier hinten geht zum. Also hier hinten, hier lang, hier unten. Geht's zum Busbahnhof? Was? Beim Busbahnhof sitzen auch viele. Mhm. Ich liebe diesen kleinen Speckfluff, den die hier immer haben. Hier, da, oh. Oh. Oh no. Mhm. Ich geniere mich. Ah! Um Gottes Willen, Eltern nicht! Schwester, die Gefeilte! Der Frauenarzt schon einen herzlichen Glückwunsch, sie sind schwanger! Darauf die Nonne, unglaublich, was die Leute so alles auf die Kerze schmieren! Oh je. Wo wir gerade, also die haben auch keine bessere Wegfindung als bei Command & Conquer. Wow, das Ding brennt schon. Oh weh. Also das habe ich nicht in Erinnerung, dass das Spiel solche Sachen macht. Wow. Aber wenn das was wird, dann könnte es was werden. Was? Ich bewundere die Leute ja, die sowas können. Ich würde nicht mal ansatzweise so weit kommen. Let's go! Nice. Der ist irgendwo runtergefallen, glaube ich. Oha, oha, oha. Ah, wir haben wieder ein Leben bekommen. Ich habe dich zurückgeholt. Mapp, jetzt kannst du wieder reinkommen, aber nicht gleich runter. Ja. Nicht alle Gamer-Weibchen. Meine spielt nur Fortnite. Naja, vielleicht kommt sie ja irgendwann dann mal in die Pubertät und dann hört das auf. Entschuldigung. Hey, das ist ein Scherz. Entschuldigung. Wir sind dabei. Max gegen mich.
Ich bin ganz okay in dem Game. So. Ja, genau. Geh weg. Chat, da müssen wir uns heute anstrengen, weil wenn ich in dem Licht so gut ausschaue, vielleicht kriegen wir ein paar neue Follower rein heute. Weißt du, scheißegal, was die Alte sagt, Hauptsache, sie sieht gut aus im Bett. Ich kann nicht mal meinen Fuß rückwärts, like. Oh je, Just Yoga. Das ist das Maximum. Ja, viel weiter komme ich auch nicht. Hä? Ich bin ein Schlangenmensch. Also bei dem, was Luna früher beruflich gemacht hat, hätte ich eigentlich gedacht, sie wäre beweglicher. Ah, falsche Hose an. Ja, genau. Das liegt an der Hose. Olli? Olli macht die Olli hat es beim letzten Mal auch schon nachgemacht. So, ich muss mich erstmal warm machen. Das ist ich bin auch ja nicht warm gemacht hier. Falsches Bein, aber ist okay. Anderes Bein? Ja. Andere das Hand, anderes. Achso, gegenüberliegend, ne? Ja. Ja. Olli, nee. Schön. Nee. Schön, Olli, doch. Das war doch cool. Das, was sie kann, werde ich. Zählt das? Also, ich kann so. Ich bin ein sterbender Schwan. Oh. Ja, gut. Nee, so, ne? Pass bitte auf die Shisha auf. Warum hältst du mich denn fest, Alter? Ich komme auch nicht dahin. Wie soll es denn gehen? Ja, doch, strong, doch. Nee, ja. Das ist aber auch alles andere als nein. Ja, nee, Matti, hast gewonnen. Ja, komm, scheiß drauf, Matti. War gut. Oh, mir tut mein Nippel so weh, Alter. Ach, du warst ja beim Tätowieren heute, ne? Oh, ihr müsst wissen, Flo lässt sich einfach seit mehreren Monaten einfach jeden Tag 8 Stunden die Nippel tätowieren. Digga, ist der schwarz geworden diesmal. Was? Heute hat sich meine Frau richtig, ich weiß gar nicht, darf ich auf Twitch nicht zeigen, ne? Männernippel auf Twitch? Ich weiß es nicht. Aber er ist ja geschwärzt. Wie macht man das rechtlich? Also, wenn jetzt in unserer Falle so ein Krebs drin ist, dann fresse ich einen Besen. Live hier im Stream. Guten Appetit. Okay. Wow. Okay. 4 ist richtig. 4 ist echt? Ist wirklich richtig? Fuck, Alter. Warum hatte ich in Mathe eine 6? Ach so, weil man da ja kein Mathe macht, sondern den scheiß Umfang von verkackten Zylindern ausrechnen muss. Das mal Pi nehmen und dann die Wurzel draus ziehen und sich das ganze Ding in den Arsch stecken, einmal durchschütteln und dann mit hoch 4 auflösen. Ich überfahr den nicht. Oh Gott. Oder nicht. Was? Wo kam denn der Baum daher? Ich fahre in dem Aufzug nach oben. Ja, ist schlimm, die Bäume springen einfach so in den Weg rein. Kam der Baum daher. Moment, Mutter? Wo kam denn der Baum daher?
Ich fahre in dem Aufzug nach oben in den dritten Stock. Die Leute stehen alle so freudig erwartend, stehen die vor dem Aufzug so. Gleich kommt die Braut, was wird sie nur für ein Kleid tragen? Mein Gott, Heinz, bist du auch so aufgeregt wie ich? Ja, Brigitte, ich bin mindestens genauso aufgeregt wie du. Wird sie fein in Zwirn tragen oder wird sie heute etwas gemächlicher zu uns stoßen? Aufzugtür geht auf. Und ich stand halt wirklich mit meinem Friedhofsbeerdigungsstrauß in meinem kleinen Stripperkleid, stand ich so im Aufzug. Was? Und alle so. Ich hab weggedrückt, Entschuldigung. Ich bin irgendwie ein bisschen aus Kontext. Das fehlt wahrscheinlich der Kontext. Weiß, du hast ganz viele tausend Anfragen, aber das ist mir total egal. Weil es gibt nur einen. Michael von Ulrichstein. So, da und der braucht natürlich auch einen ordentlichen Einlauf. Der braucht einen ordentlichen Einlauf. So, ich bin drin. Jetzt geht's hier vorwärts. Sie hat auf jeden Fall noch ein paar mehr Gene, die wir klauen könnten. Oder, ich weiß gar nicht, können wir sie direkt nochmal in die Genmaschine reinpacken und dann stirbt sie daran? Was? Lillimons Gene wachsen gerade nach. Wenn ihre Gene extrahiert werden, bevor sie nachgewachsen sind, stirbt Lillimon. Bist du sicher, dass du fortfahren möchtest? Martin? Ach, oh, oh nein, da habe ich jetzt aus Versehen draufgedrückt. Oh nein. 3, 2, 1, go. Ich doch richtig gut. Mats. Kommen Sie rein. Bin der beste Fahrer auf From the Universe und so. Aua. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe Mal wie... Hilfe, ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Ich hab das Gefühl, das geht so nicht. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt, schon wieder eine Niete. LOL! Okay, jetzt hab ich's. Speedrun! Wow, Chat! Ich mach Ding! Ich lerne jetzt Elektrizität, wie Pikachu! Pika, Pika! Weil du ja, nach meinem Sprung bin ich dort. Nee. Das heißt ja aber auch Fall Guys. Oh mein Gott. Eben. Nein! Nein! Ich musste nicht. Ich war so, weil ich dieses scheiß Emote machen wollte. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich? Kommt Sonja mal irgendwann nach Berlin? Marcel, du hast erst gestern mit ihr telefoniert. Und sie hat dir offenkundig gesagt, sie hat gar keinen Bock auf dich. Du bist so richtig so ein richtiger Hinterherrenner. Ah. Das ist richtig unangenehm. Das habe ich nicht gemacht. Doch, hast du. Ich habe nicht mit Sonja telefoniert. Doch, hast du. Marcel, das ist unangenehm. Ich weiß, ich bin so dazwischen. Die ist mitten in ihrer Dating-Phase, aber für dich ist da kein Platz. Ich dachte, er hat Angst vor Sonja. Sie hat Glaubst du, ich wäre nicht gutes Dating-Material? Sie hat, nee. Sie hat mir schon geschrieben, dass du echt aufdringlich bist. Alter, hör auf, das zu sagen, sonst glauben die das wirklich. Ich habe nicht mal ihre Nummer. Sag das denen. Sag das wirklich, sonst denken die, ich bin so eine Milchbaum hinterherrenner. Alter, hör auf, das zu sagen. Sag das jetzt. Ey, wirklich nicht. Ich dachte, er hat Angst vor Sonja. Oder nicht? Landbesetzer, die dort Zuflucht suchten. Vorlaut. Der Anführer der Kings, der sich einfach nur nennt, zeigte sich gereizt und schimpfte Erin. Ey, Kias, ich hab gerade mit Kettenhandschuhen Karotten gerieben. Guck mal. Alles noch dran. Insane, oder? Wow. Und guck mal. Okay, das ist weniger daneben gegangen, wie ich gedacht hätte. Lass du im Schlangenmensch! Tut das schon weh? Nö. Aber ich glaube, ich werde gleich zu einem Schmetterling.
Genau, Eva verpuppt sich. Warum sieht das so illegal aus? Bei Ulysses gibt es ja ein riesiges Lager. Und da ist ein Dude gewesen, der war einfach der Gabelstapler-Dude. Der hat die ganze Zeit Gabel gestapelt. Und ich war so, das ist nicht das Verb dazu. Gabelstapler gefahren. Gabelstapler, also Gabelstapler-Dinge getan. Gabelstapler. Mir wäre Winter lieber, echt. Oh nein, ich bin voll der Sommertyp. Sommer ist der beste Monat für mich. Aber wieso habe ich den 50-50? Willst du einen Tipp von mir? Ja. Du solltest die Frage beantworten. Willst du noch einen Tipp, der dir zur Frage hilft? Ja, bitte. Eine der vier Antworten ist richtig. Ich habe keine Ahnung. Das war wunderschön. Das riecht richtig gut. Und um da halt noch richtig nice Frische reinzuhauen. Ich wollte gerade so einen coolen Move machen. Mann! Kittenelegant. Also ist das ein Deal? Ja. Wir beide auf so einer Insel? Ja. Sonnenuntergang gucken? Ja. Könntest du das V-Wort benutzen? Moment. Was? Das V-Wort. Das V. Vögelt? Versprochen. Oh. Okay, Liza geht schon ziemlich schnell ran. Oh, Sini, wir haben, glaube ich, ein Problem. Was? Ich komme nicht mehr raus. Ah ja. Bitte sag mir jetzt, dass das Absicht war. Bitte sag's mir einfach. Oh weh. Jawohl! Okay. Wir hören uns. Schlaf gut, mein Lieber. Oh, das war übelst knapp. Der ist einfach komplett neutral. Wie Wasser. Warum habe ich das wirklich gemacht? Eigentlich war es nicht, stimmt, war salzig. Es war salzig, whatever. Das kommt dahin. Olli, das Spiel ist sehr zweideutig. Ich möchte heute Abend Sex. Okay. Ich nehme das einfach mit. Ich rammel dich. Hilfe, ich werde sexuell belästigt. Ach, wie ist das eigentlich, wenn ich mich kurz umziehen muss vielleicht? Wenn ich dann meine Nummer starte, das, mach das am besten in der Pause und sag Blaudi vorher, yo, ich brauche vorher eine Pause vor meiner Nummer. Ja. Gut. Zieh dich bitte nicht im Stream um, das ist Toss. Ach so. Ja. Da ist es nur Toss. Also ich habe immer noch die Meinung, das ist eine kontroverse Meinung. Ich glaube immer noch, es ist nur Toss, solange man hässlich ist. Ja, Lachs, also es ist Toss. Okay, das ist lustig. Ansonsten, diese Zelda-Dinger verstehe ich teilweise nicht. Ich bin hier auch ein Stück weit ein Profi an der Stelle. So. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wenn es nicht klappt, dann macht man aus und schmeißt den weg. So. Kannst du mal irgendwas anmachen an der Stelle? Feuerwerk kommt. Ein Stück weit ein Profi. Ich hab vorsichtshalber schon mit die 1-2 gecheert. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Schön. So schön. Ach, einfach weiter. Ich fahr mal weiter. Nimm dir mal eine Jungfrau. Nimm mir eine Jungfrau. Okay. Sterbi einfach. Sterbi. Sterbi. Hilfe! Ja. Ich krieg sie. Warte. Die ist mir. Diese verdammte Taube. Nein! Das war gar nicht. Nee, diese Komiker. 10 Tage. Also 100 Stunden.
Huch. Huch. Was? ...240. Ach ja, stimmt. Ich finde es halt schon krass, wenn man mal überlegt, es ist gar nicht so lange her, dass auf der Welt ein paar Sachen ziemlich kacke waren, so. Also, zum Beispiel jetzt Frauen. Was? Zur Wagen hin. Hey, mein Wagen! Hey, halt! Bleib stehen! So. Warum? Ich frage mich einfach, warum? Einfach so? Ja, man hat's jetzt gesehen, Flox. Ja, das ist holy. Mhm. Das ist holy, ja. Was? Ah! Das sollte man wahrscheinlich nicht. Oh, tun. Nee, das soll man gar nicht. Hi. Also nicht nachmachen. Ich verstehe nicht, wie man so sein kann. Gar nicht von Weiße. Da habe ich auch echt, bei Gardic von kannst du auch richtige Lachflashes bekommen. Ja. Vor allem, dass du dabei so viel mal. Wie gut drauf hat. Nein, das ist lang und flauschig. Sogar im Zirkus auftreten. Während meiner einfach nur so herumhängt. Meiner kann sogar wiggeln. Jeder Schwanz ist auf seine Weise hervorragend. Meiner leider nicht. Vielleicht habe ich ja einen ganz besonderen Film, den du zusammen mit uns sehen solltest. Komm mit. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Er zeigt die Geschichte vom Schwanz und zwar ganz. Hat er wieder den Schwan geärgert? Was ist hier los? Komm doch her! Komm doch her! Ja. Oh, Scheiße! Sie haben den Schwan geärgert. Moment. Oh mein Gott. Wir wiederholen. Oh mein Gott. Respekt. Nee. Okay, jetzt sind wir beide. Ja. Was? Miteinander. Ja. Was? Perfekt, alles klar. Es war so unspektakulär jetzt. What the fuck, Mann? Ich, verdammte Scheiße. Ah! Besiege alle Gegner mit den Papierstangen. Papierstangen? Ein Papierstangenkampf? Was ist Papierstange? Halt! Was ist denn ein Papierstangenkampf hier? Hallo? Ach, Parierstangen! Ich bleib kurz zurück! Papierstangen. Mhm. Wollt ihr mich verarschen? Tatsächlich auch kein Rucksack. So, wem gucke ich denn zu? Oh, ich guck mal Tim beim Sterben zu. Oh Gott! Du hast das gejinxt! Du Sack! Du hast das gejinxt! Was soll das? Ich bin einfach Janina Skille. Mein neuer Name. Fuck! Manni, du kannst dich auch mal verplappern, ne? Bist ja auch nur ein Mensch. Ein guter, aber du hast ein gutes Herz. Du hast das Herz an der richtigen Stelle. Lass dir das jetzt nicht hier... Wollte ich nur mal gesagt haben. Manni, ich hab dich wirklich gern. Und ich weiß das auch echt zu schätzen, dass du mich jetzt gerade mitgenommen hast. Jennifer, hast du gesagt, ich hatte das Fenster zu? Flach, komm, noch ein bisschen flach. Jetzt geht die Küchenmaschine nicht mehr. Oh ja, warum wurde ein Stream beendet? Der hat das Messer vergessen. Nein, 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 nein. Kriegst du Stift in Blau? Echt, die Macherin habe ich geklaut. Warum hört die Musik genau dann auf? Nein, nein, nein.
Will ich es wissen? Ich weiß es nicht. Ich habe Blümchen gebracht. Abonniert Tischclips Germany. Und schon wieder frage ich, wo Milch bauen? Ja, wie gesagt, das war wieder mal eine schöne Folge. War lustig, ich habe mich sehr amüsiert. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, kommentiert, geht zu Clippy auf jeden Fall, gebt dem Originalvideo ein Like und abonniert seinen Kanal, damit er noch viel weitere solcher Videos machen kann. Ja, und damit möchte ich mich mal für heute verabschieden.